Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Flexible Firewall mit Network Manager und Firewall-D. Ich werde euch zeigen, wie ihr auf eurem Laptop eine wunderbare Firewall einrichten könnt, und zwar mit eigenen Firewall-Regeln, je nachdem, mit welchem Netzwerk ihr euch verbinden werdet. Also schalten wir doch am besten mal direkt um auf die Folien. Und dann kann es auch von mir aus gleich losgehen. Also herzlich willkommen, DuxTage 2023. Mein Name ist Fern Winkler. Ich bin Linux Consultant und Trainer bei der B1 Systems GmbH. Mittlerweile seit fast 10 Jahren. Und bevor ich mich noch mal ein bisschen näher vorstelle, habe ich auch den Auftrag, die B1 ein bisschen vorzustellen. Wir sind in unserem 20. Jahr und von Anfang an spezialisiert auf den Betrieb von Linux und Open Source im Data Center. Also alles, was rund um Linux-Infrastruktur ist, bieten wir an von Anfang an. Das sowohl national als auch international. Mittlerweile sind wir so 150 Leute quer über Deutschland verteilt, mit Standorten in unserem Firmensitz in Rockholding, aber weiteren Büros auch Köln, Berlin, Dresden und Jena. Unser Leistungsangebot ist so, ich sage immer gerne, das Rundum-Glücklich-Paket rund um Linux. Alles, was anfängt mit dem initialen Consulting, Überschulung bis hin zum Service und auch komplett im Betrieb. Support bis 24/7. Ich selber bin vor allem im Training unterwegs, aber auch durchaus mit dem einen oder anderen Consulting-Projekt gesegnet. Und was bieten wir so an bei der B1? Das ist ja, wie wir schon gesagt hatten, alles rund um Linux-Infrastruktur, angefangen bei Programmiersprachen. Eine eigene Lösung mittlerweile. Und da möchte ich gerne mal hinweisen auf das B1 Client-Management-System. Dort wird mein sehr, sehr geschätzter Kollege, der Tilman Kranz, morgen Vormittag, ich muss jetzt mal schauen, welche Uhrzeit das ist. 11 Uhr, wenn ihr morgen um 11 Uhr was über die zentrale Verwaltung von Linux-Clients hören wollt, kann ich euch sehr empfehlen. Der Tilman wird euch das Ganze sehr, sehr anschaulich und fachkundig präsentieren können. Ich selber bin nicht in dem Projekt. Meine Hauptaugenmerke liegen hier eher so auf der rechten unteren Seite. Alles, was so Konfigurationsmanagement, Systems Management, Identity Access Management, aber auch Container Virtualisierung, ganz viel Cloud und Kubernetes bei mir auch, sowie die Security. Zum Thema Security habe ich auch in den letzten Jahren auf den Chemnitzer Linux-Tagen schon den einen oder anderen Vortrag gehalten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch dran, hat mich da vielleicht auch schon kennenlernen können. Und auch diesmal bleiben wir in der Security und wir schauen uns mal an, wie wir unsere Laptops etwas sicherer machen können. Ich selber arbeite seit knapp 25 Jahren mit Linux. Das ist etwa die Hälfte meines Lebens, davon die letzten knapp 10 Jahre jetzt bei der B1. Und wie gesagt, hauptsächlich im Bereich Cloud, Kubernetes, Konfigurationsmanagement, Identity Access Management und eben Security. Heute soll es um eine Firewall gehen. Wie kann ich meinen Laptop schön mit einer Firewall absichern? Wir sind alle sicher, ja, Datenreisende mit unseren Laptops sind, arbeiten mal hier, mal dort. Gerade für mich als Trainer und Consultant, der doch immer wieder auch in der Bahn unterwegs ist zum Kunden, kommt es dann natürlich dazu, dass ich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen WLANs mich aufhalte und vielleicht möchte ich nicht von überall meinen SSH-Zugang freigeben oder den Zugriff auf meinen Webserver, wo ich gerade mal was entwickle, freigeben. Und da ist es doch schön, wenn ich je nachdem, mit welchem WLAN ich mich verbinde, dann auch direkt die dafür passenden Firewall-Regeln aktiv habe. Wie wir das Ganze umsetzen können, genau deswegen sind wir hier und das möchte ich euch gleich mal zeigen. Fangen wir aber mal an. Was ist überhaupt ein Paketfilter? Paketfilter ist eine Art von Firewall und trifft eigentlich meistens das, wenn man so von einer Firewall redet. Es gibt auch noch andere Arten von Firewalls, zum Beispiel so Web Application Firewalls, die dann auf der Applikationsebene arbeiten. Auf der Netzwerkebene arbeiten wir aber mit Paketfiltern, die den Datenfluss von Paketen kontrollieren, und zwar einmal zwischen dem Netzwerk und meinem eigenen Computer oder aber auch zwischen zwei Netzwerken.
Paketfilter nutzen dafür alle möglichen verfügbaren Metainformationen in Paketen. Die stehen üblicherweise im Paketheader drinne. Das kann zum Beispiel sein die Quelladresse. Woher kommt also dieses Paket? Sodass ich dann auch zum Beispiel aus bestimmten Subnetzen die als vertrauenswürdig kennzeichnen kann und dann Pakete von diesen akzeptiere, während ich aus anderen Subnetzen die Pakete eben nicht akzeptieren möchte. Oder ich habe vielleicht bestimmte Admin-Workstations, von denen aus einfach deutlich mehr Zugriff erlaubt ist als von allen anderen Rechnern. Weitere Metainformationen natürlich Zieladresse. Auf welche Adresse geht dieses Paket denn? Geht das zum Beispiel auf meine Wi-Fi-Karte? Geht das auf meine Ethernet-Karte? Geht das auf mein Loopback-Device, also auf Localhost? Und kann ich dann dementsprechend unterschiedlich auch einzelne Dienste zulassen oder eben verbinden? Thema einzelne Dienste. Wie sicher die meisten, wenn nicht fast alle von euch wissen werden, lauschen solche Netzwerkdienste wie zum Beispiel ein Webserver auf bestimmten Netzwerkports. Bei dem einfachen HTTP-Webserver ist das Port 80 TCP. Die verschlüsselte Variante HTTPS wäre Port 443. SSH lauscht auf Port 22 und so weiter und so fort. Bei TCP-Verbindungen kann ich auch schauen auf den Verbindungsstatus, sprich gehört dieses Paket zu einer bereits bestehenden Verbindung oder möchte das eben eine neue Verbindung initialisieren und dementsprechend meinetwegen weitere Pakete einer SSH-Verbindung zulassen, aber keine weitere neue SSH-Verbindung zulassen. Auch solche Sachen sind durchaus möglich. Und soll das hier erstmal aber nur als Einstieg gelten. Wir werden jetzt also kein Firewall Deep Dive machen, sondern das möglichst convenient und komfortabel für uns gestalten wollen, so dass wir dann uns gar nicht so tief mit den einzelnen Firewall-Regeln beschäftigen müssen. Dann haben wir hier mal eine grafische Darstellung. Hier mal für das Netzwerk-zu-Netzwerk-Firewalling. Netzwerk A auf der linken Seite. Vertraut meinetwegen Netzwerk B alle Pakete aus Netzwerk B, möchte ich bitte zulassen und das auch vice versa, also in beide Richtungen. Während IPs in einer unerlaubten Range von Netzwerk A einfach schon von vornherein von dem Paketfilter unterbunden werden sollen, genauso sollen Pakete aus Netzwerk C nicht zugelassen werden. Wenn wir uns Netzwerk A wegdenken, können wir uns vorstellen, der Paketfilter auf unserem Host kann eben also auch bestimmte Dienste zulassen oder eben verbieten, den Zugriff aus einzelnen Netzwerken gestatten oder eben verbieten. Genauso hier unten, Port 22, SSH, möchte ich vielleicht gar nicht mal aus dem Internet direkt zulassen. Ich habe vielleicht hier so einen Jump Host, um an meine interne Infrastruktur ranzukommen, leite das Paket also weiter. Oder Port 443 HTTPS leite ich dann auf den internen Webserver weiter. Das sind so ein paar Möglichkeiten. Wir werden uns hier vor allem mit der Mittel- und der rechten Hälfte beschäftigen. Paketfilter auf bestimmten Ports, welchen Zugriff ich da zulassen möchte. Und unter der Haube werden dafür mehrere Tools verwendet, beziehungsweise alternativ mehrere Tools. Das immer noch gebräuchlichste ist IPTable, gibt es seit Kernel-Version 2.4 und ist der Nachfolger vom älteren IPChains. Im Vergleich zum IPChains hat das erweiterte Möglichkeiten, bringt sogenannte Tabellen mit, in denen ich meine Firewall-Regeln dann entsprechend schreiben kann. Ist bis heute sehr, sehr stark verbreitet, wird zum Beispiel auch von vielen Netzwerk-Plugins von Kubernetes unter der Haube noch benutzt, die dann Firewall-Regeln schreiben, um die einzelnen Pods in so einem Cluster zu adressieren, also die einzelnen Container, für diejenigen von euch, die Kubernetes jetzt nicht kennen. Bietet dabei nur eine Runtime-Konfiguration. Das heißt also, jeder IP-Tables-Befehl, den ich absetze, der wird dann sofort aktiv, die Regel, die ich dort definiere. Und wenn ich sage, verbiete den Zugriff auf Port 22 TCP, sind sofort alle SSH-Sitzungen tot.
Genauso bringt es auf der anderen Seite aber auch den Nachteil mit. Beim Systemstart sind erstmal alle Firewall-Regeln weg. Das heißt, ich muss mir die irgendwie wegsichern und dann beim Systemstart dafür sorgen, dass die eingeladen werden. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich mir selber eine Systemd-Unit schreibe, die so per One-Shot dann meine gesicherten Firewall-Regeln einmal aktiv schaltet. Ist natürlich nicht sehr komfortabel an der Stelle. Und ebenso ist die Syntax für IP-Tables ziemlich komplex und nicht wirklich intuitiv. Ich habe hier mal zwei einfache Beispiele mitgebracht. Und ja, das sind wirklich einfache Beispiele. Schauen wir uns das mal an. IP-Tables mit minus A kann ich dann sagen, wo soll das Ganze gelten? Das gilt jetzt mit Input für eingehende Pakete, also Pakete, die für meinen Host selber bestimmt sind, die ich nicht irgendwie weiter routen möchte. Minus S bezeichnet dann die Source-IP-Adresse, das ist Anywhere IPv4. Minus D die Destination, das ist dann beispielsweise meine externe IP-Adresse. Minus Protokoll TCP, minus minus Destination Port 80, also einfach HTTP. Die möchte ich als Aktion bitte droppen, die möchte ich verwerfen. Ich möchte keine Zugriffe auf Port 80 zulassen. Aber in der nächsten Regel schreibe ich dann noch aus derselben Quelle auf dieselbe Destination, dann aber auf den Destination Port 443 HTTPS. Das möchte ich bereits akzeptieren. Und wenn wir uns dann mal überlegen, ja, dann möchte ich vielleicht noch hier SSH zulassen, dort dann vielleicht was für eine Python-Applikation, die ich gebaut habe und kurz testen möchte. Das ist nicht sehr, sehr schön zu schreiben und auch vom Lesen her ist es durchaus eine komplexe Sache. Und ja, wo kommt jetzt ein Minus hin, wo kommt zwei Minus hin? Das ist nicht intuitiv, macht keinen Spaß, das Ganze wirklich zu schreiben auf der Uni. Seit Kernel 3.13 gibt es dann den Nachfolger, nennt sich NFTables und gilt als Nachfolger von IP-Tables. Mittlerweile sind eigentlich auf allen gängigen Distributionen beide Lösungen verfügbar, sowohl IP-Tables als auch NFTables. NFTables bringt dabei aber im Vergleich zu IP-Tables durchaus einige Vorteile mit. Das vereinigt nämlich die Funktion der sogenannten X-Tables. Die X-Tables brauche ich daher, da IP-Tables selber nur IPv4 spricht. Für IPv6 brauche ich zum Beispiel wieder ein eigenes Tool, nennt sich dann IP6-Tables. Oder wenn ich ARP-Verkehr filtern möchte, also beispielsweise ein Filtering nach MAC-Adressen, den ich Schnittstellen machen möchte, brauche ich wieder ARP-Tables. Dann gibt es noch eigene Tools für Bridging-Verkehr und so weiter. Das heißt, egal, je nachdem, auf welchem Layer ich arbeite, in welcher Protokollfamilie ich arbeite, brauche ich wieder ein eigenes Tool. Ist nicht so geil, weil dann habe ich unterschiedlichste Regelsätze, die ich dann wieder beim Systemstart einladen muss. Ich habe unterschiedliche Stellen, an denen ich nachgucken muss, warum der Zugriff jetzt denn funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Ist also nicht so schön. Und da ist NFTables ganz deutlich komfortabler, weil es nämlich die Funktion von sämtlichen dieser X-Tables-Tools vereint. Dabei ist es auch noch deutlich performanter als IP-Tables, dadurch, dass die Eingaben, die ich mache mit dem Frontend-Tool, dann in Bytecode kompiliert werden, sprich in ein Binärformat und dann von einer kernelinternen VM ausgeführt werden. Dadurch ist es deutlich performanter als IP-Tables. Gerade bei sehr, sehr umfangreichen Regeln ist NF-Tables da doch spürbar besser und performanter. Verbreitung von NF-Tables steigt in den letzten Jahren immer mehr an, auch wenn häufig noch auf IP-Tables gesetzt wird. Mittlerweile ist es aber immer mehr NF-Tables, was verwendet wird. Das User Space Tool NFT ist dann natürlich auch nur noch eins. Ich brauche nicht mehr IP-Tables, ich brauche nicht mehr IP6-Tables, sondern ich schreibe alle meine Regeln in NFT. Also ein bisschen weniger Tipparbeit, von daher für uns Voll-Admins wunderbar geeignet. Allerdings ebenfalls für NFTables gilt auch, das ist nur eine Runtime-Konfiguration, sprich jede Änderung, die ich mache, wird sofort aktiv. Ich muss mich selber darum kümmern, dass mein Regelwerk beim Systemstart entsprechend eingeladen wird. Die Syntax von NFT ist etwas intuitiver, aber immer noch recht komplex, wenn wir uns mal die Beispiele anschauen. NFT add rule, ich füge eine Regel hinzu.
Und dann gebe ich an, und das macht diese NFT-Syntax doch recht komplex, wo liegt denn diese Regel? INET heißt, benutze das IPv4-Protokoll und oder IPv6. Und dann habe ich hier so eine hierarchische Struktur in Tabellen und Ketten, wobei solche Ketten immer eine Submenge von den entsprechenden Tables sind und die einzelnen Regeln gelten dann immer innerhalb einer Chain. Ich muss also bei jeder Regel erstmal angeben, in welcher Tabelle und welcher Kette diese liegt, bevor ich die einzelne Regel schreiben kann. Und wenn ich dann mal mir die Regeln anschaue, TCP, D-Port, Destination Port 80, Drop, da habe ich keine großen einleitenden Minusse, da habe ich keine große Kleinschreibung. Ich kann das relativ einfach vor mich wegschreiben. Ich verwerfe also Pakete auf Port 80 und akzeptiere Pakete auf Port 443. Also schon etwas intuitiver, leichter lesbar auch, aber immer noch recht komplex. Und deswegen möchten wir vielleicht ein Frontend-Tool, was uns diese Komplexität ein bisschen abnimmt und uns kürzere Regeln erlaubt und was vielleicht uns auch hilft, diese Regeln automatisch beim Systemstart entsprechend zu laden. Und da kommt bei vielen Distributionen mittlerweile der Firewall-D zum Einsatz. Kleine Ausnahme bietet hier das Ubuntu, was standardmäßig die UFW mitbringt. Aber auch unter Ubuntu lässt sich ganz problemlos die UFW deinstallieren und stattdessen der Firewall deinstallieren. Also da seid ihr nicht irgendwie festgenagelt auf eine bestimmte Distribution. Der Firewall D erleichtert die Erstellung und das Management von Firewall-Regeln, hat eine deutlich einfachere Syntax, relativ selbsterklärende Option tatsächlich. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in der Praxis dann an. Bringt eine Systemd-Unit zum Laden des Regelwerks beim Systemstart mit, sodass ich nur noch den Daemon, den Dienst aktivieren muss und dann werden meine Firewall-Regeln automatisch, wenn ich mein System hochfahre, entsprechend eingeladen. Das Command-Line-Tool hier nennt sich Firewall-CMD. Das werde ich euch gleich vorstellen. Für diejenigen, die nicht so sicher auf der Kommandozeile sind, gibt es noch das grafische Tool Firewall Config, müsste ich nachinstallieren, wenn wir ein bisschen Zeit haben am Ende, kann ich das gerne auch nochmal zeigen. Ansonsten werden wir aber auf der Kommandozeile bleiben. Das Ganze basiert dabei ab Version 0.6.0 auf NFTables im Backend, lässt sich aber nach wie vor umschalten auf das IP-Tables Backend, ist eine einfache Konfigurationsoption in der Firewall-D-Conf-Datei. Und dann bringt der Firewall die sogenannte Netzwerkzonen mit. Was diese Netzwerkzonen sind, das werden wir auch gleich auf der nächsten oder auf den nächsten Folien sehen. Einfach gesagt sind das benannte Regelsätze für Firewall-Regeln. Was so eine schöne Sache ist, dadurch kann ich diese Zonen sehr einfach zum Beispiel an Schnittstellen binden. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Und der Firewall-D bringt mir vordefinierte Services mit, die ich auch erweitern kann, nach meinem eigenen Gutdünken anpassen kann oder auch ganz einfach eigene Services definieren kann. Hat den Vorteil, ich muss nicht mehr erstmal in der ETC Services nachschauen, ja, auf welchem Port lauscht denn jetzt dieser Dienst und muss das dann in komplexe NFT oder IP-Tables-Regeln gießen. Nein, ich nehme einfach den Service beim Namen, aktiviere den und schon ist er freigeschaltet. Und ebenfalls bringt der Firewall-D mit eine Unterstützung für eine Permanent-Konfiguration. Ich habe beim Firewall-D also zwei unterschiedliche Konfigurationen. Einmal die Permanent-Konfiguration, wie sie auf der Festplatte geschrieben ist, die sich auch durch einen einfachen Reload des Firewall-D dann wieder herstellen lassen kann. Oder eben, wie von IP-Tables und NF-Tables gewohnt, die Runtime-Konfiguration, sodass jede Änderung, die ich mache, dann auch sofort live geht. Hier sehen wir mal ein paar einfache Beispiele. Hier möchte ich mal HTTP erlauben. Habe ich wahrscheinlich nicht ganz aufgepasst beim Erstellen der Folien. Ist nicht ganz die gleiche Regel, die wir vorhin gesehen haben. Macht aber nichts. Ist jetzt halt so, Firewall CMD, Add Service HTTP oder Add Service HTTPS wird eben den Zugriff auf Port 80 bzw. Port 443 TCP freischalten. Ist also wirklich sehr, sehr eingängig und wir werden es gleich im Praxisteil auch sehen.
dass ja, die ganzen Kommandos und Optionen für den Firewall CMD wirklich sehr, sehr selbstsprechend sind. Da ist im Prinzip drin, was auch draufsteht. Dann werfen wir aber noch mal kurzen Blick auf die Firewall-D-Zonen. Ja, Firewall-D kennt sogenannte Netzwerkzonen, die, wie gesagt, als Sammelbehälter oder einfach als ja, benannte Sammlung von Firewall-Regeln mir dienen. Zu so einer Zone gehören dann vordefinierte Services, also welche Dienste möchte ich alle freigeben, dann eventuelle Portfreigaben, wenn ich jetzt keine explizite Dienstkonfiguration habe, kann ich auch nach wie vor schreiben natürlich add port 80 TCP beispielsweise für eben den HTTP-Port. Einstellungen zu Masquerading. Masquerading ist das Maskieren von ausgehenden Verbindungen, zum Beispiel auch das, was euer Router zu Hause macht, eure Fritzbox, euer Speedport-Router. Der wird auch alle ausgehenden Pakete maskieren mit seiner externen IP-Adresse, sodass die Antworten dann auch ankommen und weitergeleitet werden können an euren Laptop, an euer Handy, an eure Workstation oder was auch immer. Zonen werden dabei gebunden oder können gebunden werden an Netzwerkschnittstellen, zum Beispiel an meine Ethernet-Karte, an meine Wi-Fi-Karte oder auch an virtuelle Netzwerkkarten, wenn ich jetzt eine Virtualisierung betreibe, zum Beispiel mit Libvirt, an die Libvirt-Schnittstelle oder auch an die Docker-Schnittstelle, wenn ich Container betreibe. Ebenso können Zonen gebunden werden an einzelne bestimmte Subnetze oder auch an Network-Manager-Verbindungen. Und da werden wir dann auch gleich noch mal ein bisschen näher reinschauen. Ebenso gibt es eine Default-Zone. Wenn ich also jetzt für meine Netzwerk-Manager-Verbindung beispielsweise noch keine Zone konfiguriert habe, wird automatisch die Default-Zone genommen. Und die kann ich natürlich mit sicheren Defaults versehen, sodass ich vielleicht beim Aktivieren oder beim Neuerstellen einer entsprechenden Netzwerkverbindung dann erstmal die Regeln der Default-Zone habe, sprich im Idealfall keine Verbindung von außen zulassen möchte. Und die vordefinierten Zonen, und das ist distributionsübergreifend, die kommen immer vom Firewall-D mit. Je nach Distribution kann es noch die eine oder andere zusätzliche geben. Auch das können wir uns gleich nochmal anschauen. Schauen wir uns die vordefinierten Zonen aber mal an. Das ist einmal die Blockzone. Diese wird alle eingehenden Pakete entsprechend blockieren. Dann gibt es eine DMZ-Zone, für unseren Laptop wahrscheinlich weniger interessant. Interessanter dann aber für einen richtigen Router, der ein Netzwerk nach außen hin schützen soll, wo ich dann meinetwegen einzelne Dienste in so einer demilitarisierten Zone betreibe, zum Beispiel einen Webserver oder Webanwendungen, die eben nach außen freigegeben werden sollen. Die kommen in eine eigene Zone und bekommen von daher auch firewall-seitig eine eigene Zonenkonfiguration. Dann gibt es die Dropzone, hat nichts mit Fallschirmspringen zu tun, sondern heißt schlicht und einfach, dass alle eingehenden Pakete direkt verworfen werden. Die werden nicht blockiert, sondern direkt verworfen. Das heißt, die anfragende Stelle bekommt auch keine Fehlermeldung oder so, sondern läuft einfach irgendwann im Timeout. Dann gibt es die External Zone für externe Verbindungen gedacht. Auch hier wieder eher auf einen Firewall-Rechner gedacht, der eben zwischen Netzwerken steht. Das ist also für alle externen Schnittstellen. Dann gibt es noch die Internal Zone, die sehen wir hier auch nochmal, werde ich gleich noch was zu sagen. Aber da ich es alphabetisch sortiert habe, haben wir dazwischen noch die Home Zone. Die ist wirklich gedacht für das Netzwerk zu Hause, zum Beispiel für das bekannte WLAN zu Hause oder eben mein Kabelnetzwerk zu Hause. Die Internal Zone dann ebenso wie DMZ und External eher gedacht für so Firewall-Rechner, die eben zwischen Netzen stehen, dann eben für das interne Netzwerk. Dann gibt es die Public Zone. Das ist häufig auch die Default-Zone. Die wird natürlich verwendet für alle öffentlichen Netzwerke. Sprich, wenn ich mit meinem Laptop bei Starbucks sitze oder im ICE mich mit dem WLAN verbinde, dann wird dafür üblicherweise als erstes mal die Public-Zone angenommen, eben für öffentliche Netzwerke gedacht. Da gibt es noch die Trusted-Zone. Diese ist wirklich für vertrauenswürdige Netze gedacht, wird auch eher für einzelne Subnetze als für Schnittstellen verwendet.
Entrusted heißt, allen Verbindungen aus diesem Netzwerk wird entsprechend vertraut. Das ist also eine Allow-All-Zone. Dann gibt es die Workzone. Wenn ich mit meinem Laptop mich dann von zu Hause ins Büro begebe, dann werde ich dort vielleicht dann die Workzone aktivieren, sodass meine internen Tests im Dienst vielleicht nicht erreichbar sind. Ich kann aber jederzeit auch wunderbar eigene Zonen definieren. Zum Beispiel kann ich auch für jedes WLAN, mit dem ich mich jemals verbunden habe, jeweils eine eigene Netzwerkmanager-Zone definieren und dann feingranular festlegen, was ist denn genau in diesem Netzwerk erlaubt. Damit das möglichst komfortabel ist, benutzen wir den Network Manager als Software zur einfachen Verwaltung von Netzwerkverbindungen bei Red Hat-basierten Systemen beispielsweise standardmäßig bereits installiert. Der kümmert sich dann um die entsprechende Konfiguration für die einzelnen Netzwerkschnittstellen, wobei ich durchaus unterschiedliche Verbindungsprofile für ein und dieselbe Netzwerkschnittstelle definieren kann und dort dann vielfältige Einstellungsoptionen habe, zum Beispiel auch zur Bandbreite, welche Netzwerkschnittstelle diese Verbindung denn betrifft. Und eine ganze Menge mehr können wir auch gleich nochmal reinschauen. Und durch diesen einfachen Wechsel zwischen Verbindungsprofilen kann ich also sehr einfach auch dann entsprechend die unterschiedlichen Wi-Fis verwalten. Sprich, für mein Netzwerk zu Hause, das heißt Bundfunk, habe ich ein entsprechendes Netzwerkmanager-Profil namens Bundfunk, das sich dann darum kümmert, dass ich eben die Verbindung mit meinem Wi-Fi zu Hause herstelle. Auf Arbeit habe ich dann ein anderes Wi-Fi, mit dem ich mich verbinden möchte, habe dafür auch ein eigenes Netzwerkmanager-Profil und verbinde mich dann einfach damit. Ist also gerade bei Drahtlosverbindungen eine sehr, sehr praktische Sache. Dadurch, dass ich für jede konfigurierte Drahtlosverbindung ein eigenes Netzwerkmanager-Profil habe, wird automatisch die Schnittstelle konfiguriert, die WLAN-Verschlüsselung wird aktiviert und ich kann dann entsprechend mich direkt damit verbinden. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Ganz einfach, in so einem Netzwerkmanager-Verbindungsprofil kann ich nicht nur festlegen, für welche Schnittstelle gilt dieses Profil denn, sondern ich kann dort auch eine Firewall-D-Zone referenzieren und dann gelten automatisch die Firewall-D-Einstellungen der entsprechenden Firewall-Zone. Das ist also eine ganz praktische Sache. Die Vorteile hierbei sind relativ klar. Je nach Netzwerkumgebung, in der ich mich gerade befinde, habe ich immer automatisch die passenden Firewall-Regeln. Das Ganze automatisch aktiviert, sobald ich mich mit dem entsprechenden Netzwerk verbinde. Wenn ich jetzt neue Verbindungen erstelle, weil ich zum Beispiel jetzt in einem Hotel bin, nächste Woche bin ich wieder dienstlich in Hamburg in einem Hotel, wo ich noch nicht war, wenn ich mich da mit dem Wi-Fi verbinde, dann wird automatisch erstmal die Default-Zone genommen an der Stelle. Muss ich also gar nichts machen, habe erstmal sichere Standardeinstellungen und kann dann entsprechend, wenn ich es denn zulassen möchte, auch Verbindungen zulassen, indem ich eine entsprechende Firewall-Zone referenziere. Was muss ich dafür tun? Ich muss das Verbindungsprofil im Netzwerkmanager dann entsprechend einrichten, sodass die passende Firewall-Zone konfiguriert wird. Das mache ich mit der Network Manager CLI, Connection Modify, My Connection heißt die Verbindung und die möchte ich jetzt modifizieren und die Connection Zone, also die Zone, die Firewall-Zone der Verbindung ändern auf die Zone mit dem Namen My Zone und gut ist. Dann muss ich die nur noch aktivieren und sofort sind die Firewall-Einstellungen aus der My Zone dann auch aktiv. Und genug geredet, ich habe jetzt eine halbe Stunde geredet, glaube ich. Jetzt haben wir noch 20 Minuten für die Demo. Schauen wir uns das doch also mal direkt auf dem System an. Ich habe vorbereitet eine kleine Fedora VM. Ich habe jetzt Fedora genommen, weil ich Fedora erstens mal gewohnt bin und jetzt kürzlich auch die neue Variante rausgekommen ist. Ich habe die also gestern installiert. Ich denke, so ist die Schriftgröße groß genug, sodass wir uns das Ganze mal anschauen können. Und wir fangen an. Ich habe keine Lust, jedes Mal sudo einzutippen, also werde ich einmal direkt root machen, mir eine Root-Shell auf. Dann können wir uns das auch
direkt mal anschauen. Da fangen wir mal mit dem Network Manager an. NM CLI Con Show wird mir alle aktiven oder alle konfigurierten Verbindungen anzeigen. Das ist einmal mein Loopback Interface und dann eben meine Wired Connection, also die Kabelverbindung. Ich habe jetzt hier für die VM keine extra virtuelle Wi-Fi-Karte eingerichtet oder so. Ich mache das jetzt alles mit der Ethernet-Schnittstelle. Für Wi-Fi funktioniert das Ganze aber genauso. Ich kann euch das gerne zum Abschluss dann auch noch mal von meinem Laptop zeigen, wie das da aussieht. Was sich unterscheidet dabei, ist nur der Device-Name und der Typ. Das ist dann nicht mehr Ethernet, sondern Wi-Fi. Ansonsten ist es von der Bedienung her 1:1 das Gleiche. Aber bevor wir jetzt sinnvoll etwas verbinden mit der Network-Manager-Verbindung, wollen wir uns vielleicht erstmal den Firewall den ein bisschen anschauen. Und das mache ich mal mit Firewall CMD. Und beim Firewall CMD ist es so, sämtliche Optionen leiten sich mit einem doppelten Minus ein und sagen dann im Prinzip, was ich haben möchte. Ich mache mal ein Get Zones. Zeig mir mal alle Zonen an, die ich so habe. Wir sehen die bekannten Block, DMZ, Drop, External, Home, Internal, Trusted Work und so weiter. Wir sehen auch hier von der Fedora-Installation wurden so ein paar weitere automatisch angelegt. So Fedora Server, Fedora Workstation, aber auch Libvirt und Libvirt Rooted und NM Shared. Network Manager Geschichten schauen wir uns jetzt nicht näher an. Was wir uns aber mal anschauen wollen, ist die Default Zone. Das ist die Fedora Workstation. Ist einfach eine Fedora Workstation Installation. Von daher wird diese auch als Standardzone angezeigt. Und wenn ich mal die Zone einer Schnittstelle haben möchte, Get Zone of Interface, sehe ich auch, meine Netzwerkschnittstelle ist automatisch erstmal in der Default-Zone. Jetzt wollen wir uns vielleicht nochmal anschauen, was ist denn in dieser Zone so alles aktiviert. Und da mache ich einfach mal ein List All, zeige mir alle Einstellungen an. Und wenn ich keine Zone hierbei angebe, dann wird mir das Ganze für die Default-Zone angezeigt, also hier für die Fedora Workstation-Zone. Ich sehe, die ist aktiv. Und sehe dann zum Beispiel hier das Interface ENP1S0 ist dort zugewiesen. Denn wahrscheinlich jetzt hier erstmal interessante Teil ist eben Services und Ports. Also welche Dienste und Ports habe ich denn freigegeben? Wir sehen, der TPV6 ist freigegeben, MDNS ist freigegeben, der Samba-Client und eben SSH. Aber zum Beispiel nicht freigegeben ist ein Webserver. Soweit also so gut. Wenn ich das Ganze sehen möchte für eine andere Zone, beispielsweise für die Work-Zone, dann gebe ich die einfach an mit Zone gleich Work. Dann sehen wir mal die Einstellung für die Work-Zone. DHCPv6, DNS und SSH ist freigegeben. Ganz ähnlich sieht es dann aus für zu Hause. Zu Hause haben wir allerdings auch den Samba-Client freigegeben, weil das ist üblicherweise das, wo ich mich ja auch mit meiner Workstation befinde. Gut, wo finde ich diese Zonenkonfiguration? Die finde ich aus dem Paket-Comment unter UserShareFirewall.de. Nee, Entschuldigung, nicht UserShare, UserLib war es. UserLibFirewall.de. Und dort in dem Unterordner Zones, da finde ich dann für alle konfigurierten Zonen entsprechende XML-Dateien. Können wir auch gerne mal reinschauen. Nehmen wir doch mal die Workzone, schauen uns die mal an. Und sehen, ich habe in XML-Syntax so eine Kurzbeschreibung, dann eine etwas längere Beschreibung. Wofür ist diese Zone gedacht? Ja, für die Benutzung eben in Arbeitsumgebungen. Und dann, und das ist das Spannende hier, die Service-Definition. Welche Services gebe ich hier frei? SSH, MDNS und den DHCPv6-Client.
Wo finde ich jetzt diese Service-Definition? Ebenfalls in userlib-firewall.de. Services, und also wenn wir schon beim SSH sind, können wir uns ja da mal die Service-Definition anschauen. Auch hier wieder Kurzname, eine entsprechende Beschreibung. Und dann, welcher Port wird hier benutzt? Port-Protokoll ist TCP und der Port 22 wird also einfach TCP-Port 22 freischalten, wenn dieser Service in meiner Zone denn aktiv ist. Gut, wunderbar. Wenn ich dann aber mal schaue und jetzt mal meine Schnittstelle eben nicht der Fedora Workstation Zone hinzufügen möchte, sondern an der Stelle mal der Workzone. Firewall Command Change Interface. Dann nehmen wir jetzt mal mein EMP1S0, meine Schnittstelle, und gebe dann jetzt die Zone an, Zone Work. Dann sehen wir, das Ganze war erfolgreich. Und wenn ich dann nochmal ein bisschen zurückgehe und mir nochmal die Zone des Interfaces anschaue, sehe ich, das ist jetzt in der Workzone. Und dementsprechend sehen wir an der Stelle auch nochmal, können wir uns auch nochmal anschauen, Firewall Command List All, dann erneut für die Workzone. Und wir sehen, SSH ist erlaubt, aber sowas wie zum Beispiel der Webserver, der läuft, ist nicht erlaubt. Wenn wir uns das Ganze nämlich mal anschauen, SystemCTL Status HTTPD, der läuft und lauscht auf Port 80. Das heißt, der sollte jetzt für mich von meinem Laptop aus nicht erreichbar sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und es ist trotzdem erreichbar an der Stelle. Warum? Ich weiß es gerade nicht. Ach, wegen der komischen Libvirt-Zone. Gut, ich werde mal den Libvirt anpassen. Egal. Lassen wir das mal außen vor. Und gehen an der Stelle mal weiter und erstellen uns mal eine eigene Zone. Um eine eigene Zone zu erstellen, könnte ich jetzt natürlich, wenn wir hier nochmal schauen, wo war die Konfiguration, userlib-firewall.de Zones oder Services, dort habe ich die entsprechenden Konfigurationen. Dort sollte man allerdings keine Änderungen vornehmen, sondern man nimmt dafür üblicherweise das Verzeichnis unterhalb etc, userlib-firewall.de Zones. Das wird nämlich beim nächsten Paket-Update entsprechend überschrieben werden. Und für die Konfiguration gibt es das Verzeichnis etc-firewall.de, wo ich dann meine eigenen Konfigurationen reinschreiben kann. Und die kopiere ich mir jetzt einfach mal in die etc-firewall.de Zones und werde die dort an der Stelle dann mal anpassen. Diese Dateien da drin haben eine höhere Priorität als die aus dem userlib-firewall.de-Verzeichnis. Das heißt also, wenn ich jetzt an der Workzone hier was ändere, dann wird das auch sofort freigeschaltet werden für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal den MDNS rausnehme oder ich füge vielleicht einen neuen Service hinzu. Na gut. Zum Beispiel den Service für den HTTP. HTTP oder HTTPS. Bei mir aus auch gerne beide. Und das Ganze abspeichere und dann nochmal schaue. List All Zone Work. Wir sehen, Moment mal, ich habe das hier gerade geändert, taucht noch nicht auf. Ja, das ist jetzt die sogenannte Permanent-Konfiguration.
Die muss dem Firewall D erstmal bekannt sein. Kann ich ganz einfach erreichen. Firewall CMD minus minus Reload. Dann wird er seine Konfiguration von der Festplatte einlesen. Und wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, sehe ich, jetzt habe ich hier auch die Dienste HTTP und HTTPS freigegeben. Wunderbare Sache. Jetzt will ich aber vielleicht mir auch einen eigenen Service definieren und dann nicht mehr HTTP, HTTPS einzeln aufmachen, sondern vielleicht auch noch einen Port 8000, weil ich jetzt Python-Web-Anwendungen entwickle oder sowas. Können wir uns also auch mal anschauen. Ich nehme dazu auch hier mal wieder eine kleine Service-Definition, userlib firewall.d services und nehme hier einfach mal den HTTP XML und kopiere das ebenfalls nach etc firewall.d services und nenne das Ganze mal webXML. Und editiere das mal für mich. Und füge dann an der Stelle einfach mal ein paar weitere Dienste hinzu. Nämlich die Ports 443 und den Port von mir aus 8000. Dann mache ich erneut ein Reload. Wunderbare Sache. Und jetzt habe ich auch einen sehr, sehr einfachen Service. Jetzt kann ich vielleicht die Workzone mal anpassen oder nochmal rüber kopieren in eine Custom-Zone. Custom XML. Und nehme hier mal den Dienst raus und den Dienst, den ich hier aktiv haben möchte, einfach Web. Und mache nochmal ein Reload. Und wie wir gleich sehen werden, wenn wir uns die Workzone nochmal anschauen, haben wir jetzt... Ach ja, vielleicht sollte ich mir auch mal die Custom-Zone anschauen, nicht die Workzone. Und wir sehen, ich habe hier meinen Webdienst erfolgreich entsprechend angelegt. Sprich, Port 80 ist frei, Port 443 ist frei und Port 8000 ist frei. Und dann haben wir als letztes noch, jetzt habe ich also eine Custom-Zone mit einem eigenen Service, den ich freigeben möchte. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir das an eine Netzwerkmanager-Verbindung verbinden können. Und dafür erstelle ich mir mal mit NMCLI eine neue Verbindung. Conadd Connection. Name is Demo. Connection Zone ist dann meinetwegen Custom. Und es fehlt natürlich noch der Typ Ethernet. Property war es nicht. Okay, dann können wir das, glaube ich, weglassen. Ach Mist. Das habe ich nicht aufgepasst. Jetzt weiß ich es nicht mehr ganz aus dem Kopf. Macht aber nichts. Wo hatten wir es? Meinem Twitter? Nee, natürlich nicht. Conadd.
Connection at type Ethernet. If name, das war mein eine ENP-Schnittstelle. Okay, dann machen wir es halt so. Das ist jetzt leider nicht mehr, wie ich den Namen vergeben kann, macht aber nichts. Haben wir jetzt eine neue Verbindung. Ethernet EMP 1S0. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Verbindung, die wir haben, anschauen, von Show, wir sehen aktuell aktiv ist noch die Wired Connection 1. Diese ist nicht aktiv, hat im Moment auch keine zugewiesene Schnittstelle. Gehen wir also mal her und passen hier noch die Zone an. NMCLI-CON-MOD, und zwar unser Ethernet, möchte ich mal bitte modifizieren und gebe ihm dann die Network Connection Zone Custom. Können wir uns auch mal anschauen, wo findet sich das Ganze? CON-SHOW. Ethernet und jetzt greppe ich einfach mal nach Zone und da sehen wir dann auch Connection Zone Custom und jetzt kann ich hergehen und diese Verbindung einfach mal aktivieren. NMCLI CON up und dann nehme ich meine Ethernet Zone successfully activated. Schauen wir uns nochmal die Verbindung an. Wir sehen, unsere neue Ethernet-Verbindung ist aktiviert. Und wenn ich jetzt nochmal mich Firewall-D anschaue, Firewall CMD Get Active Zones, dann sehen wir, unser Interface ist automatisch in der Custom-Zone gelandet. Hat also wunderbar funktioniert. Und dann können wir uns auch noch mal das List All anschauen für unsere Custom-Zone. Zone gleich Custom. Wunderbar, passt soweit für mich. Mein Webservice ist aktiviert. SSH ist nach wie vor aktiv. Wunderbare Sache. Und jetzt kann ich hergehen und mit dem Firewall CMD noch die aktive oder die Default-Zone setzen. Set Default-Zone gleich Drop. Sodass jetzt eine nicht konfigurierte Schnittstelle bzw. eine neue Verbindung entsprechend der Drop-Zone hinzugewiesen werden wird und dann keine eingehenden Pakete mehr zugelassen werden. Ich habe jetzt also einen sicheren Default geschaffen. Beziehungsweise noch habe ich das Ganze nicht sicher geschaffen, weil nämlich die Default-Zone Drop, das ist aktuell noch die Runtime-Konfiguration. Dazu gibt es dann noch den Schalter minus minus permanent. Dann wird das Ganze für mich auch auf der Festplatte festgeschrieben und beim nächsten nicht permanent. Ach so, das, nee, die Default-Zone stimmt, das war eine Einstellung, die in der Config-Datei gemacht wird. Alle anderen Einstellungen aber kennen den Schalter, zum Beispiel sowas wie Add Service und wenn ich da jetzt noch HTTPS einfach hinzufügen möchte, kann ich das Ganze dann auch mit permanent machen. Wir bekommen hier noch den Hinweis, das habe ich jetzt in der Default-Zone gemacht. Möchte ich an der Stelle vielleicht nicht machen und dementsprechend nehme ich den Service hier auch wieder raus aus der permanenten Konfiguration. Und fertig. Gut, das hat soweit funktioniert und dann habe ich vielleicht jetzt auch ein bisschen meine Firewall-Einstellung entsprechend für mich angepasst auf einen bestimmten Punkt und möchte habe das Ganze getestet und habe das in der Runtime-Konfiguration gemacht und jetzt möchte ich das Ganze mal festschreiben. Und dann gibt es noch den schönen Schalter Runtime to Permanent. Dann wird die aktuelle Konfiguration auf die Festplatte geschrieben und beim nächsten Systemstart geladen.
Und wenn ich mich nicht sehr täusche, sind wir dann in der Zeit jetzt auch soweit durch. Wenn ihr noch ein paar Sachen sehen wollt von meinem Laptop zum Beispiel, wie es hier aussieht oder so, bleibt einfach noch ein bisschen drin. Gibt gleich noch eine Frage- und Antwortrunde. Gut, ich glaube, das war es soweit von meiner Seite. Die Zeit ist leider rum. Aber wir können gerne gleich im Nachgang noch ein bisschen weitermachen. Liebes Moderationsteam, passt das soweit? Sind wir durch?